Auf der eigenen Website wirbt Finanzen.net/Zero mit einem attraktiven Zinsangebot von 3,74% Zinsen. Das sieht erstmal nach einem sehr starken Angebot aus, welches wir uns in diesem Tutorial genauer ansehen. Ein Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Bei dem Angebot handelt es sich nicht, wie man vielleicht erstmal denkt, um ein Tagesgeldkonto, sondern um Geldmarkt-ETFs, die man bei Finanzen.net/Zero besparen kann. Aber eins nach dem anderen. Was sind Geldmarkt-ETFs überhaupt? Auf dem Geldmarkt wird sich kurzfristig Geld geliehen, wobei Zinsen fällig werden. Diese Zinsen orientieren sich an Angebot und Nachfrage, aber auch maßgeblich am europäischen Leitzins. So entsteht täglich ein Zinssatz, auch Euro Short Term Rate genannt, der einen Durchschnitt der Transaktion des Vortages darstellt. Dieser Zinssatz plus ein Aufschlag von 0,085% bildet den sogenannten Referenzzinssatz für solche Geldmarkt-ETFs. Da muss man dann aber auch noch die laufenden Kosten abziehen, die sich bei den vorgeschlagenen ETFs auf 0,1% belaufen. Somit bilden die Geldmarkt-ETFs eine Alternative zum Tagesgeld, da bei der Anlage eine vergleichsweise niedrige Rendite relativ sicher ist bei der aktuellen Zinspolitik. Finanzen.net/Zero nennt hier jetzt ganz konkret die Vorteile einer solchen Anlage. Bei einem Zinsanstieg profitierst du sofort und musst nicht erst einen Anbieter suchen, der gestiegene Zinsen an dich weitergibt. Diese hohen Zinsen sind unbefristet und gelten nicht nur für Neukunden, so wie das bei vielen anderen Tagesgeldangeboten leider ist. Du brauchst kein extra Tagesgeldkonto, sondern kannst mit deinem möglicherweise schon existierenden Depot arbeiten. Hierbei handelt es sich um Sondervermögen und somit sind theoretisch mehr als 100.000 Euro geschützt im Fall einer Insolvenz. Schauen wir uns hier aber auch die genannten Nachteile an. Im Vergleich zum Tagesgeld gibt es hier keine garantierte Rendite, sondern es kann sein, dass der Zinssatz von einem auf den anderen Tag drastisch fällt. Bei Zero fällt für den normalen Kauf unter 500 Euro ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro an. Hier würden wir dir eher empfehlen, einen Sparplan anzulegen, der kostenlos ist. Ein weiterer Negativpunkt ist, dass der Kurs schwanken kann. Das heißt, dass auch deine Anteile, also auch dein Vermögen schwankt, gerade an Randzeiten des Börsenhandels. Es sind Kursverluste möglich, wie bei allen Wertpapieren. Das heißt, dass du im schlimmsten Fall alles verlieren könntest, auch wenn das bei solchen ETFs unwahrscheinlich ist. Okay, so viel zu den Vor- und Nachteilen von Finanzen.net/Zero. Wir kommen jetzt zu einem eigenen Fazit und zu möglichen nächsten Schritten. Für einen Notgroschen sehen wir ein Tagesgeldkonto weiterhin im Vorteil. Dort sind 100.000 Euro geschützt, es gibt somit kein Risiko für uns und die geringen Renditen sind hier für uns nicht entscheidend. Ein Link zu unserem Tagesgeld-Tutorial findest du übrigens jetzt in der Infokarte. Dennoch finden wir die Informationen, die Finanzen.net/Zero hier liefert, schon hilfreich und sinnvoll, um den AnlegerInnen und somit ihren Kunden zu helfen. Wenn man sowieso schon ein Wertpapierdepot hat und dort etwas mehr Sicherheit haben möchte, kann man auf jeden Fall über den Kauf von solchen Geldmarkt-ETFs nachdenken. Wir empfehlen dir, dich auf jeden Fall noch weiter zu informieren, möglichst unabhängigen Plattformen. Und dann geht es für dich, dein Portfolio mit deinen Zielen abzugleichen und zu entscheiden, ob die Aufnahme von Geldmarkt-ETFs als Sicherheitsbaustein sinnvoll ist. Wir verlinken dir in der Beschreibung dazu nochmal sinnvolle Artikel. Wir hoffen, dass wir dir mit unserem Tutorial helfen konnten. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du uns gerne ein Like dalassen und uns abonnieren. Wenn du Fragen oder Feedback hast, kannst du auch sehr gerne einen Kommentar schreiben. Generell unterstützt du uns auch immer, wenn du die Links in unseren Videobeschreibungen nutzt. Dich kostet das nichts mehr und du kannst uns damit unterstützen. Vielen Dank dafür. Am Ende des Videos wie immer noch der wichtige Hinweis, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung handelt. Das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Tutorial.